So, eine neue Runde bei Daylight. Diesmal wieder mit den Demogorgon. Den habe ich noch ganz viele Puddings. Die muss ich noch alle aufbrauchen. Und dann spiele ich wieder einen anderen Killer, weil das die Puddings geben, der 100% mehr Blutpunkte. Da, das ist er auch schon. Und mal gucken, ob hier irgendwas geht oder nicht geht. Ja, mal schauen. Ich habe Fluch aufgezerrte Hoffnung mit. Also die Vower Hope. Wäre natürlich mega geil. Wenn das jetzt hier irgendwie klappen würde oder auch nicht. Wir schauen einfach mal. Mal schauen. Da ist schon die erste. Hat gesagt, ich soll ihr unbedingt folgen. Mache ich aber nicht. Das ist die nächste. Oder versteckt. Dort ist einer und da unten ist einer. Soll ich gut retten gehen, das passt. Aha. Das war der Feind meines Lebens. Lass sie erstmal abhucken. Jetzt. Yeah.
Okay, wird wahrscheinlich hier im Schrank sein. Oder auch nicht. Mal in Ruhe. Jetzt haben wir 5. Wenn jetzt keiner mal tot empfindet, dann kann ich Morin. Davon ist einer. Das macht ein bisschen kaputt, so. Okay. Ich kann hier eigentlich so eine Scheiße. Leute, wo seid ihr? Ach Mann, ey. Ganz spannend. So. Und tschüss. Das Mori ist diesmal sehr, sehr gut versteckt, also das Totem. Könnte vielleicht mein Glück sein. Ne, jetzt verstecken sich die Survivor, weil sie Angst haben. Pff. Da, vorne ist jemand. Okay. Zwei sind tot. Nur durch das Perk. Das ist übelst geil, das Perk.
weiß, dass das Perk hier unten war. Ja, das Perk, also das Totem. Hier irgendwo die Luke sehen. Oder auch nicht. Okay, schade, hier ist es nicht. Sie. So, hoffen wir mal, dass der keinen Schlüssel dabei hat. Okay. Aber nichts, Mäuschen. So, ich habe aber auch nur gewonnen, weil es war super lucky, dass das Totem so gespawnt ist, dass man es wirklich kaum sehen kann. Also wirklich mega lucky. Gebe ich ehrlich zu. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Und machen wir aus hier. So. Gut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.